Person kommt, gibt mir 20 Mille. Ja, eine Person kommt, gibt dir 20 Mille, die du auch brauchst, ne? Ja. Aber du musst fremd gehen. Safe, Bruder, sag dir ehrlich. Safe. Okay, ey, lass uns einen Tag zusammen haben. Und ihr kriegt dann, du kriegst dann von mir 20.000, 30.000 Euro. Faller, ich würde machen, egal. Du hast alles probiert und du schaffst es gerade nicht. Niemals. Und du bist erst ein. Aber du bist mit denen zusammen. Ja. Ja. Also ich würde es machen. Du willst machen? Ja. Du gibst nichts dafür aus, Bruder. Du hast nichts dafür getan, außer dein Ding irgendwo reingetan, Bruder. Sag dir ehrlich. Yo, welcome guys. Justin TV ist hier am Start. Heute bin ich leider nicht in Köln. Und wie ihr seht, ist es nicht nachts. Heute sind wir in Aachen. In meiner City. Okay, eigentlich bin ich aus Eschweiler, aber es ist trotzdem Kreis Aachen, ihr wisst Bescheid. So. Auf jeden Fall, heute haben wir eine geile Frage. Und zwar, wir fragen die Leute hier aus Aachen, würden die, keine Ahnung, deutsche Sprache, schwere Sprache, also auf jeden Fall, würden die Leute für, sagen wir, 10.000 Euro, deren Ehepartner, würden die für 10.000 Euro deren Ehepartner betrügen? Das ist die Frage. 10.000 oder 100.000? 10.000, ne? 10.000, ja, 10.000, ganz 10.000, 20.000 Euro so ungefähr, weißt du? Wir checken mal, wie die Leute aus Aachen drauf sind. Würden die es machen oder würden die es nicht machen? Also ich würde es nicht machen. Aber wir müssen mal, ja, muss gucken. Deswegen, let's go, let's get it poppin', oder? Let's go, peace, yeah, yeah, shit. Also Name und Alter erstmal. Ja, hi, ich bin CJ, ich bin 21, sorry. Ja. Ich bin Paper, ich bin 20. Name? Leila. Fida. Okay. Ja, ich bin Nathan, 20 Jahre alt. Das hab ich echt abgenommen, Mann. Dankeschön, Bruder. Crazy, Alter. Laura, ich bin auch 19 Jahre alt. Okay, nice. Robin. Justin. Lara. Julina. Wie heißt ihr? Monika. Sarah. Okay. So, ich habe eine Frage an euch jetzt. Stellt euch vor, ihr habt ein Projekt, seit 20 Jahren seid ihr dran, ja. Und ihr braucht noch 30.000 Euro, um das Projekt zu verfertigen, so weißt du, zu veröffentlichen. 30.000 Euro. Ja. Aber die Frau, die euch das Geld gibt, die, mit der müsst ihr fremdgehen. Die sagt, okay, ey, lass uns einen Tag zusammen haben. Und ihr kriegt dann, du kriegst dann von mir 20, 30.000 Euro. Faller, ich würde machen, egal. Für eine Woche auch. Oder wie diese Frau sagt, mach mit deiner Freundin Schluss, mach auch Schluss, egal. Echt? Ah, ja, egal. Mit 30.000 Euro. Hä? Ey, warte, ja. Also, bitte, warum? Normal, Bruder. Guck mal, einmal fremdgehen, Bruder. Dann würde ich mit dieser Frau, die ich haben würde, hätte, die nicht da ist. Ich bin Single Ladies. Ja, Bruder, für einmal, wenn ich mit der reich werden kann. Bruder, safe. Also das heißt, sie würden diese 20.000 Euro annehmen und schnell machen. Bruder, dann Geld machen, zurückgeben, das ist nie geschehen, die Sache. So einfach. Okay, und du, zum Beispiel, du darfst nichts davon erfahren. Das, Bruder. Und gegenüber bei dir auch jetzt nochmal. In dem Sinne helfe ich dann meinem Partner, den Traum zu verwirklichen. Nein, du hast... Nein, ich hab den Traum. Du hast den Traum. Dein Partner ist einfach nur so da, die supportet dich nur. Böse Fragen hier, Alter. Bruder, du musst antworten. Du musst auch gleich antworten. Nein, würde ich nicht. Nein. Würdest du nicht? Du bist jetzt 15 Jahre dran an einem Geschäft und du brauchst 30.000 Euro. Und damit dein Geschäft wirklich dann explodiert, du machst Millionen, du machst Cash. Und, weißt du, was ich meine? Und deine Partnerin wird nichts davon wissen. Also, da. Okay. Ich hab keinen Partner. Aber würdest du einen Freund haben? Nö, würde ich nicht machen. Ich auch nicht. Definitiv nicht. Okay, warte mal. Jetzt kommt jetzt diese Kirche. Der Partner würde nichts davon wissen. Nee, scheißegal, nein. Wenn ich die Person liebe, dann betrüge ich ihn nicht für kein Geld der Welt. Never. Du seid schon seit 10 Jahren dabei. Ja, scheißegal. Kriege ich auch irgendwie anders zusammen. Muss ich meinen Freund nicht für betrügen. Okay, crazy. Nein. Nein? Ich würde nein sagen, nein. Sicher? Ja. Das heißt, stell dir mal vor, ich bringe jetzt so 5.000 Euro auf den Tisch. Wofür dein Herz schlägt, dieses Projekt. Trotzdem. Dieses Projekt, wofür dein Herz schlägt. Trotzdem. Ja, trotzdem, wenn ich in einer Beziehung bin, dann geht das nicht. Dann geht das, okay. Was sagst du dazu? Auch so? Sicher nicht. Okay. Eine Frage, okay. Die Sache ist jetzt so. Und? Die Kirsche auf der Torte ist jetzt, okay. Und
euer Partner würde niemals was davon wissen. Wala, ja. Also würdest du es direkt machen? Ja, direkt, hä? Das ist meine Zukunft. Scheiß auf mich. Scheiß auf Wala, Wala. Wala, Scheiße. Okay. Wenn ich Projekt fertig habe, da habe ich so viel Geld, da kann ich jedes Mädchen haben, wie ich will. Ach so, ja, natürlich. Ja. Auf jeden Fall, da hast du ja so viele Mädchen. Mit dem Geld, was würdest du machen? Hä, ja, nein, jetzt nicht für Mädchen ist, aber da habe ich halt Geld. Wie? Du sagst ja, du hast jedes Mädchen. Würdest du ein Mädchen kaufen? Bruder, ich habe Freundin, eigentlich kann ich nicht so sagen. Aber okay. Baby, ich würde diese 20 Mille mit dir teilen. So. Also das heißt, oh, warte mal. Aber das Ding ist, ihr dürft. Aber ich brauche das für mein Geschäft, ne? Ja, ich brauche für dein Geschäft. Und oh, warte mal, und ihr dürft das der Frau nicht, also eurer Frau nicht sagen. Ja, dann, Bruder. Ey, also ich weiß nicht, Bruder. Ich enthalte mich. Also okay, der muss sich sichern, ja? Machen, Bruder. Boah, es geht um Zukunft, Bruder. Wegen einmal ein bisschen Spaß haben, Bruder. Soll die sogar fett sein, Bruder, für 20 Minuten? Bruder, sag dir ehrlich, Bruder. Kein Spaß, Bruder. Okay, easy. Bruder, man ist älter geworden, Bruder. Man braucht diese Sachen, Bruder. Wie es geht um Zukunft, Bruder? Normal. Ja, okay, hast du recht. Ist doch so, Bruder. Sag ich dir ehrlich, Bruder. Stimmt. Du weißt, ob das Girl noch da ist. Bruder, die Sache ist, Bruder, am Endeffekt, Bruder, diese Mädchen, du weißt, ob du mit der zusammenbleibst, aber diese 20 Minuten, dein Geschäft bleibt, Bruder. Ich sehe das genauso. Danke. Echt so? Ja, ich würde meinen Freund niemals betrügen. Also, du hast einen Freund jetzt? Ja. Grad. Ah, okay. Also wenn du das siehst, ja, die will ich nicht betrügen. Aber weiß, wenn das Geld hier liegt, weiß ich nicht. Also, aber auch wenn das Geld vor euren Augen liegt. Das Ding ist, ne, Leute sagen immer so, ja, nein, nein, nein. Aber wenn das Geld vor deinen Augen liegen würde, so 30.000 Euro. Ja, mitnehmen und weglaufen. Also, das würde ich nicht, nein. Du würdest gar nicht machen. Nein, würde ich machen. Was willst du sagen? Ich würde es nicht machen. Ich würde es irgendwie anders versuchen, aber nicht. Ich würde es nicht machen. So, aber das Ding ist, man kommt mit den Cash jetzt vor eure Tasche, vor eure Nase. Weißt du, die Leute sagen, so willst du das machen? Das Geld ist nicht da jetzt, aber stellt euch mal vor, das Geld ist da. Vor der Nase. Und euer Partner ist zu Hause am Schlafen. Und ihr sagt so, okay. Euer Partner ist zu Hause am Schlafen. Die hat doch gerade geschrieben, Schatz, gute Nacht. Und dann, ihr seid gerade so, okay. Boah, ihr Scheiße, mein Geschäft? Morgen gibt es ein Geschäft da. Boah, schon boom. Und du musst deine Freundin oder deine Frau nicht sagen. Bruder. Guck, ist doch klar. Warum? Natürlich, ist doch richtig. Warum machst du das denn nicht? Du hast ja das Geld mit. Trotzdem. Ja. Stolz. Also, hä, was ist stolz? Oh mein Gott, was ist? Du bist doch mit denen zusammen, aber ja, auch verheiratet, ne? Ja, genau, du bist auch verheiratet. Zusammen, genau. Ja, verheiratet. Also, ja, sagen wir zusammen, einfach zusammen. Ist eigentlich egal, Ey, mein Cousin, ja. Ist doch egal. Was will er sagen? Nein, okay. Ja, okay, dann ja. Dann ja? Ja. Also, du würdest dann halt ganz normal fremd gehen. Nicht, was für fremd? Ja, du musst, guck mal. Niemals im Leben, niemals wieder herausfinden, niemals. Ja, es geht nicht darum, sondern ja, dass aber, ich ja, ein Selbstwert habe. Das würde ich nie machen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn ich den liebe, dann liebe ich ihn, keine Ahnung. Okay, was ist, wenn ihr seit einer Woche zusammen seid? Also, ja, dann heißt das keine Beziehung, dann ist ja, das keine Beziehung. Ja, aber ich sag jetzt, in der Beziehung eingegangen, seit einer Woche seid ihr zusammen? Ich weiß nicht. Sag einfach, Nein. Du kannst dir nichts Falsches sagen. Weil ja, du sagst aber jetzt gerade eben, hast du gesagt, so ja. Ah, aber. Was denn? Ja, aber. Du hast gerade gesagt, so ja. Ja, wenn du Beziehung, also ist da keine richtige Beziehung. So, das heißt, es ist schon so. Ja, aber ich würde das nicht für Geld machen. Aber das Geld brauchst du ja. Ja, aber nicht. Oh mein Gott, nein. Nein, ich kaufe, aber die Mädchen kommen dann und selber. Die wissen, dass ich Geld habe und so, die kommen dann selber. Kommen jetzt ein Mädchen zu dir? Ja, auch. Ja? Ja. Wofür müssen wir nochmal extra für jede Mädchen so? Du noch geilere Mädchen. Ach so, okay. Von wo? Aus welchem Land? Ist egal? Okay, was sagst du dazu? Ich weiß 20. nicht. 20.000 ja. Euro, deine Frau wird nichts davon wissen. Also wenn die nichts. Wenn die nichts wissen. Was sagst du? Warte. Ich will sogar lassen, dass die Frau weiß. Ist egal. Aber Geschäft kann auch runtergehen wieder, weißt du? Oder kann, Bruder. 50-50, Bruder. Oder kann auch runtergehen. Oder kein Risiko, kein Gewinn, Bruder. Was nochmal? Kein Risiko, kein Gewinn, Bruder. Ohne Risiko, Bruder, ja, ist das Leben. Recht. Bruder, ohne Risiko geht das Leben. Ja, stimmt, du hast recht. Weißt du, recht. Bruder, manche gehen zocken, Bruder. Ich gebe 20 Millionen, Bruder, normal. Ich weiß nicht, ja. Was soll ich sagen, Bruder? Boah, ja, du hast recht, Mann. Weißt du, was ich meine? Okay. Die Sache ist, Bruder, du gibst nichts dafür aus, Bruder. Du hast nichts dafür getan, außer dein Ding irgendwo reingetan, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Bruder. Dein Ding. YouTube wird auf jeden Fall behindert. Bruder, was soll ich vor deinen Augen liegen würde, so
30.000 Euro. Ja, mitnehmen und weglaufen. Ja, okay. Kann man eigentlich auch machen, ne? Aber, ja, okay, also ihr würdet das nicht machen? Nein, gar keinen Fall, ne. Okay. Wir haben jetzt ein paar Leute schon gefragt und alle haben gesagt, so natürlich, ich würde das machen. So. Wenn die Person das nicht wissen würde, also der Partner. Nee. Nein, dann können wir ja gar nicht leben. Nein. Also. Stimmt. Mein Gott, nein. Was sagst du? Nein. Also, keine Ahnung, nein. Wie keine Ahnung, ja oder nein? Nein. Gar nicht? Nein. Okay, crazy. Okay, krass, ja. Auch wenn das Tisch auf den Tisch liegen würde, also das Geld auf den Tisch liegen würde? Ja. Gar nicht? Nein. Das machen wir nicht für... Okay, was ist, wenn der noch was drauf addet, so wie diese, ja, der gibt dir noch 1 Million Cash drauf. Nein. Sei ehrlich, Mann. Du musst ehrlich sein eigentlich, ja? Das ist aber du wirst das doch erfahren, wenn mein Geschäft aufgeht, weißt du schon? Nein, du kannst sagen so, ey, ja, ich hab Lotto gewonnen. Oder ey, ich hab Tippschein gewonnen. Oder ein Kollege hat mir geliehen. Nein, würde ich nicht machen. Gar nicht? Nein, gar nicht. Bei dir? Nein, okay, nein. Crazy, ja? Nein, Partner. So, das Ding ist, die beiden sind zusammen hier, deswegen, weißt du? Keiner will was Falsches sagen. Ey, ein Typ kommt, gibt dir die 30.000 Euro, sagt aber, du musst... Ja, aber ich bin mit dem verheiratet. Okay. Nein, ein Typ kommt. Ach so, nee, dann nein. Was, nein? Dann nein. Ich dachte, das wäre der Junge, also halt der Typ, mit dem ich zusammen bin. Ach so, nein. Ich sag jetzt auch schon so, hä? Okay, wir haben die richtige. Die Ersten, die sagen, ja, die würden machen. Ja, aber es waren ein paar Leute auf jeden Fall, die haben gesagt, ja, die würden es machen. Ja, gibt's manche, ja. So, aber was wäre, wenn die Person, also euer Partner, es nicht wissen würde? Nee. Hä? Das heißt, also er wird es niemals im Leben herausfinden? Nein. Da fühlt man sich ja voll scheiße. Nein. Nein? Nein. Ja. Wie, ja. Glaub mir, mein Freund sagt ja, mach, ihr hast Geld, warte. Was sagst du? Also, die weiß nichts davon. Die weiß nichts davon, die weiß gar nichts davon. Boah, dann ist was anderes, ja. Wenn die wüsste, nicht, weil sonst kopfig und so. Aber wenn die nicht weiß, warum nicht? Geht klar. Du würdest Frauen kaufen, Alter. Also, du würdest es machen, also. Ganz ja, ja. Also nur, wenn die nichts davon weiß. Ah, oh, okay. Weil das ist dann kein Fremdgehen mehr, weißt du? Das ist ja, nein. Ist ja noch was Normales heutzutage. Ja, ist was Normales. Also, ey, guck mal, aber ihr müsst aber jetzt wirklich ehrlich sein. Ihr habt jetzt 30.000 Euro jetzt wirklich auf dem Tisch liegen und dann würdet ihr nein sagen. Wenn ich meinen Freund liebe, dann gehe ich mich fremd. Okay, stell dir vor, ihr seid einen Tag zusammen. Ja, dann. Was? Ja. Doch nicht einen Tag. Also, seid ihr einen Tag zusammen erst, ne? Und dann kommt die Person. Dann ach kommt so. Die Person. Nee. Und dann 20 Jahre bist du schon dran? Nein. Ihr seid am Lügen, ja. Ihr seid am Lügen, ja. Ein Tag, ihr seid einen Tag mit der Person zusammen. Nein. Also nein. Okay, easy. Dann, ja, das war's.